Der nächste Schock für Udo Pollmer. Er kriegt ja in den Wochen wirklich richtig heftig aufs Brot geschmiert, was den Veganismus angeht oder einfach, ich sag einfach mal, den gesunden Menschenverstand. Ja, Lucien Joy oder Lucien Coy, der eröffnet in Frankfurt die erste vegane Kindertagesstätte. Das heißt, der erste rein vegane Kindergarten. Und ja, der kann sich vor Anmeldungen kaum retten. Der ist so überflutet. Und natürlich, Ernährungswissenschaftler sagen, Vorsicht, die armen Kinder. Aber dann verweise ich ganz dezent auf mein Video, wo es darum geht, dass das größte amerikanische Ernährungsinstitut sogar vegane Ernährung explizit als besonders wertvoll erachtet. Und dass ja, gesundheitliche Vorteile durch eine rein pflanzliche Ernährung die Folge sind oder wie sie auch mal ausgedrückt haben. Ich habe das Video dazu gemacht, schaut es euch einfach an. Es ist wirklich in den letzten Wochen, ja quasi seit Udo Pollmer sein Hassvideo oder keine Ahnung, seit Udo Pollmer den veganen Trend für beendet erklärt hat, scheint er gerade besonders große Sprünge zu machen. Denn eine rein, gerade bei dem Thema Kinder, sind die Menschen ja extrem sensibel. Ne? Oh, pflanzliche Ernährung, aber bloß nicht bei Kindern und Schwangere, obwohl gerade die besonders davon profitieren, weil sie einen erhöhten Nährstoffbedarf haben. Und eine pflanzliche Ernährung versorgt einen eben effizienter und besser mit Nährstoffen. Effizienter in dem Sinn, nicht dass es schneller geht, das geht tatsächlich bei einigen tierischen Produkten besser, zum Beispiel das Hämeisen, hat allerdings auch wieder Probleme hier oben, sondern effizienter im Sinne von gesundheitlich unbedenklich und dadurch eben auch effizient aufs ganze Leben betrachtet. Und ja, finde ich toll. Und in diesem Kindergarten, da gibt es nicht nur pflanzliche Ernährung, sondern es wird ganzheitlich gesundheitlich betrachtet. Das ganze Konzept der Kindererziehung oder der Kinderbeziehung, wie man es jetzt sinnvollerweise auch nennt. Und da gibt es eben ja, auch überhaupt keine Alufolie, kein Alubesteck oder irgendwie sowas. Es gibt keine Mikrowelle. Also alle die Dinge, die irgendwie bedenklich sein könnten, die gibt es in dieser Kindertagesstätte nicht. Also ihr könnt euch vorstellen, stellt euch das mal vor, es würde in eurer Stadt sowas existieren. Das ist doch klar, dass man sein Kind da unbedingt reindrücken will. Und wie gesagt, der Lucien Coy, der ist halt, ja, der ist einfach überrannt. Und es ist ja immer so, so ein Kindergarten, eine Kindertagesstätte ist auch nur ein Angebot, ist auch nur ein Markt, ist auch nur Wirtschaft. Und das sehen die Leute natürlich jetzt und entsprechend werden jetzt immer mehr rein pflanzliche Kindergärten aufpoppen und dann werden es vegane Schulen und wir brauchen ja gar nicht groß uns irgendwie jetzt da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, sondern es ist eigentlich unverkennbar, weil es spricht halt eben nichts, das ist ja immer gerade das, es spricht nichts gegen eine pflanzliche Ernährung, es spricht so viel gegen eine tierische Ernährung, ökologisch, ethisch und gesundheitlich, aber gegen eine pflanzliche Ernährung spricht gar nichts und das ist letztlich das, warum wir da uns auch gar nicht so darüber nachdenken müssen, inwieweit das positive Signal ist, negative Signale. Es ist ganz normal und es ist nicht aufzuhalten, dass sich die Welt irgendwann pflanzlich ernährt. Es geht ja aus den ökologischen Aspekten und aus der, den Räumen, was so Massentierhaltung also was es braucht, geht es ja laut den Berechnungen, obwohl ich da auch immer sehr skeptisch bin. Siehe mein Video zur Überbevölkerung. Ja, da geht das ja gar nicht, dass wir alle uns tierisch weiter ernähren können. Aber das wollen wir ja auch nicht. Von daher ist alles, geht alles seinen Gang und ich bin total zufrieden. Und der Kindergarten macht sogar noch was. Er macht das nicht, was sehr, sehr viele Kindergärten machen. Es gibt nämlich immer so Ausflüge irgendwo hin. Und da gibt es auch die schönen Ausflüge in den Zirkus oder in den Zoo. Und all das, wo Tiere gequält werden und Tiere erniedrigt werden. Tiere, was auch immer, auf jeden Fall nicht. Sagen wir mal, respektvoll behandelt werden. Und das sagt der Kindergarten auch, nein, das gibt es bei uns auch nicht. Also es ist wirklich ein richtig ganzheitliches Konzept, um dem noch die Krone aufzusetzen. So ganz oben noch geht es nicht nur um die Kinder, sondern auch um die Eltern. Da passiert nämlich Folgendes. Es wird einmal in der Woche, so ist zumindest geplant, eine Veranstaltung angeboten, wo es darum geht, um gesunde Ernährung. Und zwar nicht für die Kinder, sondern nachmittags, abends für die Eltern. Dass die Kinder... Wobei, wenn Eltern die Kinder in einen veganen Kindergarten stecken, dann wissen sie wahrscheinlich schon von den Vorzügen einer pflanzlichen Ernährung. Aber vielleicht will das die Mama und der Papa nicht oder der Papa und die Mama nicht. Und da ist einmal in der Woche so eine quasi Aufklärung, gesunde Ernährung, worauf man achtet und so weiter. Und das wird dann halt auch den Eltern geprägt. Und das ist halt sinnvoll. Ne? Oftmals ist es so, Kinder werden einfach von den Eltern abgeschoben, die Schule soll irgendwie die Erziehung bewerkstelligen oder der Kindergarten, Kinderkrippe, was auch immer. Das ist halt immer einerseits Schule, andererseits Elternhaus. Also ich sage jetzt Schule synonym für Kindergarten, Schule, Krippe. Und
Wichtig wäre, dass das Hand in Hand geht, dass beide miteinander arbeiten und nicht im schlimmsten Fall gegeneinander. Und genau das kann eben dann nicht passieren, wenn man so engen Kontakt mit den Eltern hat. Und ich freue mich sehr für die Menschen in Frankfurt. Ich hoffe und wünsche mir, dass das in allen großen Städten und natürlich auch in allen kleinen Städten bald ja, Nachfolger nach sich zieht. Und ja, irgendwann dann gar nicht mehr darüber berichtet wird, dass es selbstverständlich ist, dass wir unsere Kinder die gesündeste Nahrung ja, anbieten können. Und dass es die gesündeste Nahrung ist, das ist meine Überzeugung. Warum das so ist, ich habe knapp 2000 Videos gemacht mit vielen, vielen Studien auch ausgewertet. Und das gebe ich immer so in den Raum. Wer das nicht so sieht, der möge mir bitte verzeihen. Ich habe mich wirklich 3,5 Jahre, jetzt knapp 4 Jahre darüber wirklich intensiv informiert. Ich war überzeugter Fleischesser. Das heißt, ich habe 35 Jahre lang wirklich Fleisch in Massen gegessen. Und ich nehme das auch niemanden übel, der Fleisch in Massen isst. Und von mir aus, wenn jemand die Überzeugung hat, Fleisch ist gesund, soll er sie haben. Wir sterben alle bald. Die nächste Generation kommt. Die stirbt, dann die nächste Generation. Und das wirkliche Wissen, das wird von Generation zu Generation immer weiter. Das haben wir auch unsere Geschichte ja auch gelernt. Von daher ist gar nicht wichtig, was wir denken. Wer wo recht hat, das geht alles seinen Weg. Das geht alles seinen Weg. Und ich bin davon überzeugt. Und ja, jeder darf das auch von seiner Meinung sein. Das nur nochmal am Ende, weil viele fühlen sich, glaube ich, immer wieder getriggert, wenn ich sage, die gesündeste Ernährungsform und dann ist dieses Pflanzliche gemeint. Das ist doch gar nicht bewiesen. Das ist ja die Problematik bei der Ernährung, dieses Beweisen, eine tatsächliche Kausalität feststellen, das wird man nie können, weil man nie, das hatte ich schon in anderen Videos gesagt, weil man nie Menschenversuche machen kann und Menschen jahrzehntelang irgendwie einsperren und kontrollieren, dass sie die exakt diese Ernährungsform wählen, die sie auch angeben, weil das macht kein Mensch, jeder möchte frei sein, mit gutem Recht und dafür haben wir auch gekämpft, ja, Sklaverei haben wir nicht mehr. Ja, also von daher ist es immer sehr schwer, aber über die Zeit werden halt gerade durch epidemiologische Studien, die halt das beweisen an verschiedenen Volksgruppen und generell über Jahrzehnte lang, wenn man Menschen beobachtet und dann versucht einzuteilen, und dann kann man schon ausgehend der Korrelation auch vieles Sinnvolles feststellen. Gut, ich will gar nicht zu viel reden heute, ich wollte euch nur sagen, ich bin total begeistert und das ist jetzt so quasi mein letztes Video, was ich außerhalb des Wanderungsvideos, was ich vor der Wanderung jetzt noch gemacht habe, und eigentlich wollte ich das Video gar nicht mehr machen, ich bin schon mit dem Kopf total bei der Wanderung, aber die News kam und ich sage, bam, wer das noch nicht irgendwo gelesen hat, das war ein Stand.tv, ich habe das jetzt hier im Internet bei Frankfurter Allgemeinen Zeitung, also ja, da dachte ich, die News muss unbedingt noch raus, falls Udo Pollmer, der ja mit Sicherheit meinen Kanal abonniert hat, dass er auch immer auf dem Laufenden ist. Es tut mir leid, aber diese Seitenhiebe, das muss manchmal raus. Gerade wenn jemand so dermaßen austeilt, dann darf er auch einstecken. Das sehe ich bei mir genauso. Alles klar, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Ciao.